Ich heiße Christoph Markschies. Ich leite ab Sommer die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Vorher bin ich an der Humboldt-Universität zu Berlin. Der letzte antike Text, den ich studiert habe, war eine Einladung zu einem Abendessen auf Papyrus. Und da war zu meiner ganz großen Überraschung, das stammte ungefähr aus der Zeitenwende, aus der Zeit von Christi Geburt, ein konkretes Datum angegeben und eine konkrete Uhrzeit. Und das Ganze auf dem Land, wo es ja gar keine Uhren, keine Wecker gab. Und da habe ich gemerkt, wie interessant. Auch dort, wo es keine konkreten Taschenuhren und keine Telefonansagen gibt, wissen Leute, wie spät es ist. Weil das präziseste Zeitmessungsinstrument unter Umständen der Mensch ist und sein Zeitgefühl. Alte Texte interessieren mich deswegen, weil sie die Gegenwart in neues Licht setzen. Die verfremden die Gegenwart. Man hat es mit Menschen in ganz anderen Umständen zu tun und sieht jetzt plötzlich sein eigenes Leben und fragt sich, solltest du es nicht vielleicht etwas anders leben? Was Verantwortung der Wissenschaft heißt, sieht man in meinem Fach gut an der Migration und den Grenzen. Das Römische Reich dachte, wenn die Grenzen gut bewacht sind, hat sich das Migrationsproblem erledigt. Aber es hat sich nicht erledigt und irgendwann waren die Grenzen nicht mehr gut bewacht. Also, wenn man daraus nichts lernt und das nicht weitergibt, nimmt man seine Verantwortung nicht wahr. Um eine gute Frage zu stellen, muss man rücksichtslos sein. Keine Rücksichten auf das, was sich gehört zu fragen. Keine Rücksichten nimmt auf das, was man unter keinen Umständen fragen darf. Und keine Rücksichten darauf nimmt, was angeblich schon beantwortet ist. Wo liegen die Möglichkeiten und Grenzen von Sprache? Wie werden Geschichten im Zeitalter der digitalen Überwachung erzählt? Wie verhält es sich mit Emotionen wie Scham in einer Zeit, in der man sehr unvorsichtig mit seinen persönlichen Daten umgeht? Ich bin Bethiel Wasihohn, ich bin Literaturwissenschaftlerin am Institut für Literatur an der TU Berlin. Ja, ich spreche mehrere Sprachen und es ist eigentlich nur eine Disposition, eine Neigung zu etwas, ein Interesse. Ein Interesse heißt ja zwischen den Dingen sein, ne, und in der Sprache sein, in der verschiedenen meiner Muttersprachen oder in, also ich habe mehrere Muttersprachen, könnte man vielleicht sagen. Also ich glaube, Sprachen in ihrer ganzen Vielfalt, in den ganzen Dimensionen, die Sprachen eigentlich in sich trägt, hat mich immer schon sehr fasziniert. Ich bin Komparatistin, ich bin Literaturwissenschaftlerin, aber ich bin Komparatistin. Das heißt, ich vergleiche verschiedene Nationalliteraturen. Ich bin zwar promovierte Germanistin, aber was mich besonders interessiert, ist eben, verschiedene Texte zu vergleichen aus dem 20. und 21. Jahrhundert, ne, unsere Gegenwart besonders, weil ich eben finde, gerade im Vergleich, was besonders interessant ist, ist nicht unbedingt das Gemeinsame, weil das kann ja oft sehr banal werden, sondern eher die Differenz. Und in der Differenz steckt eigentlich das Aufschlussreiche. Da ich ja zum Thema Überwachung forsche, werde ich ständig an meine Arbeit erinnert, weil überall gibt es Überwachungssymbole. Das omnipräsente Auge, das einen überwacht die ganze Zeit. Die Verinnerlichung dieses Auges ist natürlich etwas, was die Menschheit schon seit jeher beschäftigt. Und das wird natürlich in der Gegenwartsliteratur stark thematisiert. Autoren setzen sich sehr kritisch mit den Folgen der Digitalisierung auseinander. Eben, dass Digitalisierung sich so in unseren Alltag eingeschlichen hat, dass man sich den Alltag ohne sie gar nicht mehr vorstellen kann.
Mein Name ist Günther Ziegler, Professor für Mathematik an der Freien Universität Berlin und jetzt der Präsident der Universität. Die Mathematik reizt mich und insbesondere die Geometrie reizt mich, weil das eine immer noch völlig unbekannte Welt ist, die zum Entdecken einlädt, die mir Fragen stellt, wo ich denke, das hat noch niemand beantworten können, aber ich will es jetzt wirklich wissen. Gute Wissenschaft beruht immer auf guten Ideen, auf brillanten Ideen, aber eben auch darauf, dass diese Ideen mit Präzision und mit Sitzfleisch und mit Leidenschaft umgesetzt werden. Ich glaube, zur Mathematik gehört eine gewisse Art von Einsamkeit schon dazu, in dem Sinne, also auch aus meinem persönlichen Stil raus, wirklich Ideen entwickeln, ist was, was ich und mein Bleistift am Schreibtisch tun. Wenn ich so an die großen Glücksmomente denke, auch aus den vergangenen Jahren, dann gehören da Momente, wo ich alleine am Schreibtisch sitze und vielleicht auch lange und dann irgendwann plötzlich es Klick macht und ich verstehe, was los ist. Das ist dann ein einsamer Moment, den man dann plötzlich natürlich teilen will mit anderen. Und das ist insofern auch sehr kommunikativ und auch sehr menschlich. Ich habe schon Angst davor, dass wir uns von äußeren Zwängen immer mehr einengen lassen, weil wir publizieren müssen und schnell publizieren müssen oder weil man von uns Ergebnisse erwartet. Wirklich gute Ideen kommen eben auch aus dem in Ruhe über Dinge nachdenken, in Ruhe an Dinge arbeiten. Und wenn uns die Zeit ausgeht für die Wissenschaft, wenn wir vor lauter Hektik nicht mehr zum Nachdenken kommen, auch wenn wir vor lauter Hektik nicht mehr zum Fantasieentwickeln kommen, dann stirbt auch die Wissenschaft damit. Mein Name ist Jutta Allendinge und ich bin Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Wie kommt es, dass Menschen denken, dass sie so anders ticken als alle Menschen, die um sie herum sind? Wie kommt es dazu, dass Menschen sagen, ich würde gerne dieses und jenes tun, aber ganz anders handeln, ganz anders leben, ganz anders arbeiten? Wie kommt es dazu, dass Menschen sagen, es ist gerecht, dass das, was man erarbeitet hat, auch an die nächste Generation vererbt, obwohl sie gleichermaßen sehr stark an das Leistungsprinzip glauben und sagen, man muss von der eigenen Leistung leben können? Wie kommt es dazu, dass Menschen, obgleich sie in einem Land groß geworden sind mit einer ganz bestimmten und fürchterlichen Geschichte, jetzt wieder dazu neigen, populistische Parteien zu wählen und sich von der Demokratie abzukehren? Was führt dazu, dass Menschen so verletzt sein können, dass sie andere Menschen bekriegen? Was ist der Grund dann dafür, dass einige Länder von Demokratien zu Autokratien werden? Und umgekehrt auch, wie kommt es dazu, dass autokratische Staaten, diktatorische Staaten plötzlich zu Demokratien werden? Die Sozialwissenschaften und alle Disziplinen, die unter dieses große Dach der Sozialwissenschaften fallen, fragen sich immer, wie gesellschaftliche Situationen, historische Ereignisse zustande gekommen sind und können sehr gut nacherzählen, welche unterschiedlichen Schritte, welche unterschiedlichen Entscheidungen zu welchem Ergebnis führen. Ich wünsche mir sehr aus meiner Wissenschaft heraus, dass das bleibend in dem Gedächtnis der Menschheit bleibt. Und dass man nicht immer neu so tut, als ob man die Menschheitsgeschichte beginnen würde. Von daher macht mir das große Angst, wenn genau diese Wissensschätze, die wir über Jahrtausende erarbeitet haben, verloren und zunichte gemacht werden. Dann hätte ich nämlich den Eindruck,
dass ich und dass meine Profession für nichts und gar nichts gearbeitet hat. Mein Name ist Nikolaus Rajewski, wohne in Berlin und bin theoretischer Physiker, der seit 20 Jahren versucht zu verstehen, wie Zellen im Inneren molekular funktionieren, ihre Entscheidungen treffen und auch warum sie krank werden und wie man ihnen helfen kann. Ich finde, das menschliche Hirn ist besonders interessant, weil wir noch es von allen menschlichen Organen am allerwenigsten verstehen, weil wir nie Experimente am menschlichen Hirn wirklich machen können. Und außerdem ist das menschliche Hirn der Sitz der ganzen Kreativität und viel des Menschseins, meiner Meinung nach, und daher unendlich faszinierend und geheimnisvoll. Ich arbeite häufig so, dass ich Wissenschaft mache, dann Klavier spiele und dann, wenn ich dann müde werde, wieder Wissenschaft mache. Das funktioniert. Und es ist in diesen Momenten, wo ich ganz intensiv zum Beispiel Musik mache und dann eine Pause mache, wo plötzlich mir Ideen kommen in der Wissenschaft oder Gedanken. Ich kann das auch nicht erklären, warum das so ist, aber so ist das. Sie müssen verstehen, dass in der Wissenschaft von allen Projekten, die man macht, von allen Ideen, die man hat, sind 99,999% immer falsch. Nichts funktioniert. Ja. Und dann die Geduld und die Leidenschaft zu haben und diese Form von Neugierde, um dann sozusagen auf diese 0,1% ja, damit zu arbeiten und daraus die Kraft zu ziehen, weiterzumachen, das ist auch gar nicht so einfach. Fragen stellen erfordert viel Mut. Weil eine gute Frage die Möglichkeit in sich trägt, dass alles ganz anders ist, als man es gedacht hat. Wo es dann dazu kommen kann, dass es mit einem Knall irgendwie alles, was man vorher dachte, irgendwie dann zusammenfällt. Ich glaube schon, das ist eine Frage des Muts und Tapferkeit. Ja, das ist ganz wichtig für einen Wissenschaftler.